So, jetzt aber nun wirklich genug mit diesem ganzen Schabernack. Brüder, wir sind hier bei einem ganz neuen Format. Und zwar Switchrot. Dem Format, in dem wir uns Switch-Spieler angucken und schauen, ob sie Schrott sind oder nicht. Es gibt dabei nur ein Problem. Es zischen schneller und mehr Schrottspiele in den E-Shop rein, als ich Videos dazu machen kann. Und es bringt euch ja auch nichts, wenn ich euch ein 10.000stes Tetris-Rip-Off zeige. Denn das Ding ist, in der letzten Zeit, heilige Scheiße, sind verdammt viele schlechte Spiele auf die Switch gezischt. Und zwar in den E-Shop. Von daher gesehen, könnt ihr euch in der nächsten Zeit mit sehr viel Switch-Schrott beschäftigen. Zusammen mit mir. In diesem gottverdammten Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da für dieses Format hier. Und schreibt gerne euer persönliches Switch-Schrottspiel in die Kommentare und schlagt mir auch gerne ein paar Spiele vor, die ich zocken kann, die sehr Schrott sein sollen. Alles wieder normal. So, meine Kerle, wir steigen jetzt ein. Und zwar in Voxel Pirates. Und ohne Witz, ne? Jedes Mal, wenn ich ein Spiel sehe, vorzugsweise auf Nintendo-Konsolen, was in einer gewisser Form aussieht wie Minecraft, endlich mal wieder so ein Minecraft-Rip-Off. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir steigen jetzt nämlich rein und starten auch direkt hier in diesem Tutorial durch. Wir sind ein Pirat. Willkommen in der Welt von den Voxel-Piraten, Bruder. Okay, das ist ein Tutorial, das uns so ein bisschen erklärt, wo die Reise für uns hingeht. Wir können Bewegungssteuerung benutzen, wie es aussieht. Das Ganze läuft auch ziemlich gut, ja. Wir packen uns das Schwert. Das können wir uns jetzt gönnen. Und damit müssen wir jetzt auf das Ziel schlagen. Und dann müssen wir uns die Gun schnappen. Sehr schön. Wir haben jetzt eine Pistole in unserer Hand. Mit der werden wir das Ziel jetzt abknallen. Kurz mal abchecken, wie weit wir hier raus können. Ja, die unsichtbaren Wände kicken leider ein bisschen rein. Aber ich muss sagen, so für den Anfang, das Spiel sieht halt ziemlich cel-shadig aus, so voxelig, so 3D-pixelartig. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht negativ überrascht von der Grafik, so es sieht halt süß aus. Ich glaube, das soll es auch am Ende des Tages sein. Wir springen über diese ehrigen Kisten hier, wir können sogar Doppelsprünge machen, richtig ehrig. Wechseln zum Schwert, hauen das Ziel kaputt und zischen jetzt weiter Richtung wahrscheinlich des letzten Ziels. Ja, so sieht es auch eigentlich aus. Alles klar, dann machen wir es jetzt mal kaputt. Und sind dann mit dem Tutorial fertig, wie es aussieht? Ich denke mal schon. Das war das Tutorial. Nochmal ganz kurz zur Info. Das Spiel ist gerade erst rausgekommen. Das ist irgendwie ein paar Tage alt. Es kam, glaube ich, am 6. Februar raus. Und von daher haben wir hier ein brandneues Spiel, was ich gerade hier austeste. Es gibt hier verschiedene Modi. Wir haben einmal den Singleplayer und den Multiplayer. Für mich ist wahrscheinlich der Singleplayer geeignet, weil, wie ihr sehen könnt, ist niemand hier, der mit mir zocken kann. Ich bin allein. Schon okay. Sauce Hollandaise. Ah, egal, wir können zumindest hier mit gewissen Charakteren arbeiten. Es gibt hier eine ziemlich große Auswahl. Ich würde mal sagen, ich greife zu diesem ehrigen Skelett in Gelb. Weil das sieht ein bisschen aus wie SpongeBob. Man kennt's. Okay, wir haben hier verschiedene Stages, die wir auswählen können. Ich dachte jetzt gerade erstmal persönlich, wir werden hier in einen Singleplayer-Modus mit Story reingeworfen. Aber es gibt anscheinend nur Stages, die man auswählen kann. Und auf denen kämpft man dann wahrscheinlich. Okay. Ich bin gerade ein bisschen... Ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich hätte mir gerade ein bisschen mehr erwartet. Wisst ihr, wie ich meine? Wir sind ja bei einem Piratenspiel, verdammt nochmal. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ne, so ein bisschen durch eine große Welt zu laufen, Quests zu machen oder sowas. Das habe ich erwartet. Stattdessen gibt es hier halt eben einen Battle Mode und halt eben den Race. Es gibt auch Races. Wir halten uns das mal im Hinterkopf und gucken uns hier mal eine schöne Stage an, die wir uns auswählen. Ich würde sagen, die Harbor kann man sich doch mal auswählen. Da steigen wir jetzt rein und gucken uns an, was wir hier machen müssen. Wir müssen Monster defeaten und überleben, wie es aussieht. Okay, da kommt direkt jemand zu mir gezischt. Wir können die Waffen ja mit X wechseln. Das heißt, wir können dann quasi auch von einer Nahkampfwaffe zu einer Fernkampfwaffe wechseln. Das mache ich gerade mit dem Bogen. Wir können sogar headshotten. Moin und Servus, der Herr. Und ich würde sagen, auch an sie geht ein herzhaftes Moin raus. Junge, das sieht mir aus, gerade als hätten die Playmobil-Figuren mit Minecraft dreckigen Geschlechtsverkehr gehabt.
so wie diese Skins aussehen. Der hat sogar ein Schild in der Hand. Schwein! Ein Schild in der Hand. Wovor willst du dich denn schützen, Mann? Kannst du höchstens zum Protest benutzen. Oh Gott, der hat eine Lanze! Ah! Das war's komplett mit dem Bruder. Ich würde sagen, wir ziehen uns die Lanze. Wir klauen die uns. Jetzt ist die Frage, kann ich hier vielleicht auch irgendwie so aufs Dach steigen? Ha, es geht sogar. Moin. Ja, meine Kerle, ich bin's wieder mal, Glitch Tendo Finder 3000. Und wir werden heute hier in Voxel Pirates... Ja gut, hier ist eine Schatztruhe. Mach mal auf jetzt. Was haben wir da drin? Oh ja, ein Revolver. Ja, der wird knallen. Der wird ungefähr so knallen wie der da unten. Ja, das schmeckt dir doch, oder nicht? Ja, das schmeckt, ne? Packen wir uns mal die Waffe, die der hier hat. Was war das? Oh, ist das ein Pumpgun-Gewehr? Oh ja. Jetzt fühle ich mich so, als würde ich gerade Fortnite spielen. Nee, ohne Witz, ne? Ich denke gerade an ein folgendes Spiel. Und zwar Pixel Gun 3D. Kennt ihr das? Oh Gott. Papagei. Ah, wir haben den Papageien gekillt. Moin. Und Servus. Und Moin. Und Servus. Manchmal ist es mit den Headshots aber auch wirklich random, ne? Also manchmal wird das auch gar nicht gezählt, obwohl ich ihm Headshot gegeben habe. Schwein. Kennt ihr Pixel Gun 3D? An nichts anderes habe ich gerade gedacht, als ich das Spiel hier gesehen habe. Vor allem dann noch mit den Pistolen in der Hand. Gut, ich muss sagen, wir sind hier ein bisschen zeitgenössischer, ne? Wir sind hier quasi in einer Piratenwelt, statt irgendwie, dass das Ganze hier modern, in einer modernen Welt spielt. Aber ich muss sagen, ich bin gerade... Oh Gott, Papagei, verschwinden Sie! Ah! Nimm den Bogen, Junge! Knall ihn ab. Ach, schade, hat nicht mehr gereicht, aber das war unsere Runde. Haben wir die Mission geschafft, auf die ich gar nicht geachtet habe? Ja. Oben links gab es Missionen. Wir lunzen mal kurz dahin. Headshots, Gegner besiegen und keinen Schaden nehmen. Ja, perfekt. Guck mal. Ja. Nicht nur der Glitchfinder HD, sondern auch noch der Tutorial Tendo. Wisst ihr was? Jetzt bin ich eingespielt. Jetzt habe ich Bock auf eine weitere Runde. Und würde sagen, wir zischen an Bord, Brüder. Denn wir müssen die Krake vernichten, die da auf dem Deck zu sein scheint. Genau, also das Ziel ist hier zu überleben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel gar nicht mal so scheiße. Das Ding ist nämlich hier, ne, nur weil das Format Switch-Schrott heißt, muss das nicht bedeuten, dass die Spiele automatisch scheiße sein können, ja. Wir können uns Spiele angucken, die vielleicht auf den ersten Blick komisch aussehen, aber eventuell machen die sogar Spaß. Man weiß es halt nicht, ne? Das ist halt so ein bisschen das, was wir mit diesem Format hier rausfinden wollen. In den meisten Fällen werden wir uns Scheiße angucken, aber manchmal kann in so einer Scheiße dann auch ein Schmetterling erblühen aufgrund einer Kotfliege. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sprungphysik hier komplett reinscheißt. Wir testen das mal kurz aus, ja? Das nutzen wir doch mal jetzt räudigst aus. Können quasi von da hinten aufs Schiff springen und wir kriegen nicht mal Schaden. Wie geil ist das denn? Oh! Hauen sie rein. Nochmal ein kurzes Duell und dann würde ich sagen, kommen wir doch zur dreckigen Krake, oder was? Und werden sie komplett vernichten. Kommen sie ran. Ihren fetten Kopf, den werde ich jetzt zermalmen, Fräulein. Oh Gott, jetzt kommt wieder dieser Papagei. Die Frage ist jetzt, wie kann ich diese Krake am besten vernichten? Wie mache ich die jetzt am besten platt? Oh Gott! Okay, ich muss sagen, der Boss hier ist wirklich detailreich gestaltet. Diese ganzen Krakenhände, die der hat, die benutzt er halt auch, ne? Die seitlichen, die hinteren, die vorderen. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie ein Super Mario Sonnenschein. Aber nun denn! Wir zischen. Wir zischen in Richtung der Krake. Und es ist gut, dass wir jetzt eine Lanze haben, weil jetzt können wir richtig drauf zünden. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 45 Sekunden Zeit. Ich scheiß mal auf die Challenges hier. Oh Gott! Wo kam der denn jetzt her? Als hätte er sich gerade hinter mich geschlichen. Die spawnen gerade wahrscheinlich random, oder? Allesamt das Dreckspack weg mit euch. Ihr miesen Schweine. So, die Frage ist, können wir jetzt irgendwas noch an der Krake ausrichten? Weil ich habe das Gefühl, wir machen gerade nicht mehr so viel Schaden. Ich probiere es nochmal weiter aus, aber irgendwie... Falls ihr wisst, was ich meine, ne?
Wir zünden gerade drauf, aber irgendwie bleibt das Ding bei der Hälfte stehen. Oder geht die Lebensanzeige nur sehr langsam runter? Ja, so oder so, wir haben den Bossfight nicht geschafft, aber... passiert. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall ein Race machen. Und zwar hier auf dem Jungle-Kurs. Es gibt zwei Strecken in diesem Race-Paket. Und mich spricht da wirklich der Jungle-Kurs eher an. So, Boote und Schiffe habe ich gerade eben schon gesehen. Deswegen steigen wir jetzt rein in den geheiligten Jungle-Kurs. Und es geht auch direkt los. Alter, es gibt halt keine Ladezeiten, ne? Das ist ja mal komplette Ehre. So, wie macht man das jetzt hier? A drücken ist... nach vorne bewegen und... Junge, der muss ja komplett zischen. Habt ihr den gesehen? Schwein. Na jedenfalls, ihr seht, dass man mit dem A-Knopf, wenn man den gedrückt hält, bewegt man sich nach vorne so. Und wenn man den B-Knopf drückt, was man halt nie tun sollte in einem Rennen, ja, dann stoppt man halt oder fährt zurück. Warum auch immer. Da gibt es doch diese Turbo-Streifen und es gibt so Itemboxen hier. Guckt euch das mal an. Die Missionen sagen halt auch, pack dir halt Turbo-Items, Bruder, und springe auf den Hügeln. Das habe ich jetzt schon zweimal geschafft. Ich glaube, es ging da um diese Rampen wahrscheinlich, ne? Na gut, wie mache ich jetzt die Items? ZR, ne? Also los, hinein da. Es gibt halt wahrscheinlich nur Boostfelder oder was? Es gibt halt wahrscheinlich nur die Pilze aus Mario Kart. Es gibt keine anderen Items. Das werden wir gleich mal rausfinden, ob es auch vielleicht Variationen gibt. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das ganze Race-Konstrukt hier besteht nur aus Acceleraten, Bruder. Was haben wir denn hier? Das ist ein grüner Boost-Streifen. Was bringt der? Ist der schneller? Ist der schneller als der gelbe? Wir probieren es doch mal kurz aus. Ja, ich glaube, damit zischt man komplett los, Bruder. Ich glaube, damit muss man komplett zischen. Okay, letzte Runde. Es gibt drei Runden. Ich komme mir gerade vor wie in einem gewissen Rennspiel von einem gewissen Videospielhersteller. Grüße gehen raus. Ach, guck mal, wenn ich das Lilane einsammle, werde ich langsamer. Das ist ja ziemlich dreist. Habt ihr auch schon mal was von irgendwelchen Items gehört, die man auch schießen kann oder so? Egal, diese Musik hier zeigt uns schon auf jeden Fall Action, Bruder. Nutzen Sie in jedem Fall das Boostfeld. Und nutzen Sie die Items. Und dann kommt ihr ans Ziel. Ich will nicht wissen, in was für einem Abstand ich gerade gewonnen habe. Am Anfang sah das sehr spannend aus und ich glaube, wenn ich keine Items benutze, dann könnte das sehr schwer werden. Aber das Ranking sagt, ich war der Einzige und Letzte. Aha, okay, alles klar. Ja gut, das heißt, wir haben quasi auch gegen uns selber gespielt. Wunderschön. Und das war, meine Brüder, das war so roundabout Voxel Pirates. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv beeindruckt so. Klar, es ist jetzt halt kein Spiel, was ich erwartet habe. Und ich glaube, das Spiel hier ist auch ganz klar an eine jüngere Spielergruppe orientiert. Von daher gesehen... war es trotzdem sehr jäh und ja, Shoutouts gehen irgendwo raus an Voxel Pirates. Das war's mit der ersten Folge von Switch-Schrott. Voxel Pirates ist kein Switch-Schrott. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht Switch-Schrott finden. Schreibt gerne euren persönlichen Switch-Schrott in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, das wird schmecken und dann werdet ihr auch alle Benachrichtigungen kassieren.